Also, heute komme ich mal zu den Bissanzeigern und dann fange ich gleich mal an. Der altbekannte Bissanzeiger ist eigentlich die Pose, hier ein Zander-Modell, das relativ schwer ist und also bei der Pose, glaube ich mal, wird jeder wissen, wie es funktioniert. So, bei Posen gibt es jetzt den Unterschied zwischen einmal Posen mit einem kleinen Gummi auf dem Ende. Dieses kleine Gummi ist, kann man auch abziehen. Durch dieses Gummi wird die Schnur geführt und dadurch dann festgehalten. Und dann gibt es auch hier noch eine kleine Öse da oben. So, dann gibt es aber auch noch Posen, die hier unten nur eine Öse haben, eine kleine, durch die die Schnur geführt wird und mit zwei Stopperperlen festgehalten wird und dadurch die Pose eben unten befestigt ist und nicht wie bei diesem Modell über die Seite. So, natürlich gibt es auch noch andere Bissanzeiger. Hier habe ich mal ein paar. Und da will ich auch gleich anfangen. Zum Beispiel ein Wegler. Der ist sehr lang. Hat einen Glaskörper in diesem Falle. Es gibt natürlich auch welche aus Kunststoff. Und bei diesem Modell ist die Besonderheit die Spitze. Denn die kann man nämlich abziehen. Wenn es denn klappen. Ja, kann man abziehen. Und gegen ein Knicklicht, das ich hier noch habe. Da, Knicklicht her. Ersetzen kann und dabei dann auch bei Nacht angeln kann. So, dann gibt es auch noch den Schwimmer, der oft an Forellenteichen zum Einsatz kommt, weil er einfach meistens schon vorbebleit ist, wie hier, ein bisschen kaputt. Und ja, bei ihm könnte man einfach nur ein Vorfach einhängen und theoretisch schon angeln. Und ja, funktioniert auch ganz gut auf Forelle. Dann gibt es noch die Wasserkugel, eine jetzt nicht mehr allzu neue Methode, die dennoch relativ effektiv ist, da man die jetzt hier beispielsweise mit Wasser befüllen kann, indem man diesen Gummistöpsel links und rechts öffnet, mit Wasser befüllt und zumacht und dann weiter rauskommt. So, es gibt auch noch ein paar besondere Bissanzeiger. Beispielsweise habe ich jetzt hier auch zwei elektrische. Bei denen ist der Vorteil, der durch ein kleines Rädchen im Inneren dieses Schlitzes wird die Schnur durchgeführt und bei einem kleinen Zug der Schnur bewegt sich das Rädchen und dadurch kommen dann Töne raus. Und jetzt habe ich natürlich hier einmal ein einfaches Modell, was nur an der Seite eine Volumenregelung hat, mit der man es laut machen kann und leise. Und hier noch ein besonderes von Walzer. Ja, bei diesem kann man natürlich zum Volumen auch noch die Tonhöhe und die Sensibilität einstellen. Und als kleines Gadget kann man hier auch noch Nachtlicht. Das wäre dann diese kleine Lampe, die zusätzlich zu der da und den beiden Bisslichtern leuchtet, was nachts ganz praktisch ist. Und so könnte man es natürlich auch ohne machen. Ja, genau. Dann gibt es noch eigentlich eine Lotpose, aber im Winter lässt die sich auch ganz gut als Hechtpose verwenden, um auf Hechte mit Köderfisch zu angeln und das ist auch ganz effektiv. Das ist eben auch so eine Sache. Ja, das war's dann für dieses Mal.